der 12. Klasse, der FOS, beschäftigen sich heute mit einer Abituraufgabe aus den letzten beiden Jahren. Da geht es auch um Integralrechnung. Wir haben hier vorne das Bild. Neben mir steht übrigens die Mimi, die dann auch einen gewissen Kommentar gibt. Und jetzt versucht die Kamera mal hier dieses Bild zu erfassen. Diese Aufgabe haben wir. Mimi, du kannst ja mal die Aufgabe ein bisschen vorlesen. Ja, also wir berechnen heute die Integralrechnung. Gegeben sind die Funktionen f und h mit den Funktionsgleichungen f von x ist gleich x hoch 3 minus 2x Quadrat minus 4x plus 8 und h von x ist gleich 1,5x hoch 3 minus 6x. Ja. Okay, reicht erstmal. Es sollen hierbei die Schnittpunkte der beiden Funktionen bestimmt werden, die wir berechnen. Und wir wollen dann auch eine Teilfläche berechnen. Das ist aber nur ein Teil dieser Aufgabe. Zur Berechnung der Schnittpunkte müssen wir die beiden Funktionen gleichsetzen. Das bedeutet also x hoch 3 minus 2x Quadrat minus 4x plus 8 gleich 1,5x hoch 3 minus 6. Dann subtrahieren wir den letzten Term, den rechten Term hier, erhalten dann minus 0,5x hoch 3, denn ein Ganzes minus 1,5 sind minus 0,5, dann minus 2x hoch 2 bleibt da stehen, minus 4x plus 6x sind 2x und plus 8 gleich 0. Dann dividieren wir diese ganze Gleichung durch minus 0,5. Ich hätte sie auch mit minus 2 mal nehmen können, Elias. Sodass wir haben x hoch 3 plus 4x Quadrat minus 4x gleich 16. Minus 16 gleich 0. Durch Probieren bzw. durch Teiler von 16 finden wir einmal eine Nullstelle, die liegt bei x1 gleich 2. Probe wäre f von 2 bzw. h von 2, je nachdem, was wir machen. Ich habe hier f von 2 genommen, dann 2 hoch 3 plus 4 mal 2 hoch 2 minus 4 mal 2 minus 16 und das ist 0. Okay, und jetzt die Mimi weiter. Ja, genau. Danach führen wir eine Polynomdivision durch. Das haben wir hier auch nochmal stehen. Und da ist es so, dass wir x hoch 3 geteilt durch x rechnen. Und da haben wir dann x hoch 2. Und das nehmen wir dann x mal x hoch 2 haben wir dann x hoch 3. Dann mache ich die Klammer auch einmal und vor der Klammer mache ich ein Minus. Und dann rechne ich nochmal minus 2 mal x hoch 2. Da haben wir dann stehen minus 2x hoch 2, Klammer zu. Dann rechnen wir x hoch 3 minus x hoch 3, das wäre dann 0. Und plus 4x hoch 2 minus, minus 2x hoch 2 wären dann 6x hoch 2. Genau. Dann ziehen wir die minus 4x runter und dann rechnen wir wieder 6x ins Quadrat geteilt durch x, dann haben wir plus 6x stehen und dann rechnen wir x mal 6x, das wären dann 6x hoch 2. Dann machen wir wieder die Klammer rum und vor der Klammer dann Minus. Dann rechnen wir einmal minus 2 mal 6x und dann haben wir hier minus 12x stehen. Dann rechnen wir 6x hoch 2 minus 6x hoch 2, dann wieder 0. Dann rechnen wir danach minus 4x minus minus 12x und dann haben wir 8x stehen. Genau, dann ziehen wir wieder die minus 16 von oben runter und schreiben sie neben der 8x hin. Dann rechnen wir 8x geteilt durch x wären dann 8. Dann x mal 8 wären dann 8x. Machen wir wieder die Klammer einmal rum und vor der Klammer das Minus nicht vergessen. Dann rechnen wir wieder minus 2 mal 8, dann haben wir minus 16. Und dann rechnen wir 8x minus 8x wäre dann 0. Und minus 16 minus minus 16 ist dann 0, genau. Und dann haben wir hier unsere Gleichung dann stehen.
Und dann können wir ab hier dann die PQ-Formel anwenden. Wir bestimmen dann erstmal dann P und Q und da wäre hier P dann 6 und Q wäre dann 8. Das setzen wir dann alles in die PQ-Formel ein, also minus 6 halbe plus minus in Wurzel minus 6 halbe hoch 2 dazu, minus 8. Und da haben wir das dann also ausgerechnet. Und dann wären minus 6 halbe wäre minus 3 und das in der Wurzel wäre dann 1. Und dann haben wir unsere Schnittpunkte, unsere Schnittstellen, genau. Dann einmal minus 2 und minus 4. Und die können wir dann in einer der jeweiligen Funktionen dann einsetzen. Also wenn dann f von x oder h von x. Und wir haben uns jetzt entschieden, es in h von x einzusetzen. Und das habe ich hier auch nochmal eingesetzt. Also 1,5 mal 2 hoch 3. Hoch 3 minus 6 mal 2. Genau, ist gleich dann 0. Da haben wir unsere erste Schnittstelle. Nein, stopp, das ist jetzt ein Schnittpunkt. Schnittpunkt. Ja, und zwar deshalb, da wir ja zwei Koordinaten haben. Das ist die x-Koordinate, das ist die y-Koordinate. Mhm. Ja, weiter. Ja. Und das, dann haben wir die minus 2 der in h von x eingesetzt. Da haben wir dann wieder 0 raus als y-Koordinate. Dann haben wir hier einmal minus 2 und einmal 0. Ja. Und dann haben wir die minus 4 eingesetzt in h von x. Und da haben wir dann für y 72, also minus 72 rausbekommen. Und da haben wir dann einmal minus 4 und minus 72 raus. Ja, sehr schön. Jetzt geht's weiter. Die Kamera, versuche mal hier ein bisschen anzukommen. Und zwar berechnen wir jetzt eine Teilfläche A3. Die ist dort auf dem Bild. Vielleicht kannst du noch mal mit der Kamera ganz groß das Bild zeigen. Und zwar liegt A3 unterhalb der X-Achse. Mimi, kannst du das mal mit dem Finger zeigen? Die A3-Fläche, ja. Ja. Die liegt unterhalb der X-Achse und wird quasi von dem Funktionsgraphen h von x eingeschlossen. Da sie unterhalb der X-Achse liegt, nehme ich gleich den Betrag des Integrals, und zwar müssen wir von 0 bis 2 integrieren. Dann haben wir also Betrag von Integral 0 bis 2 h von x dx. Jetzt habe ich h von x eingesetzt. Dann haben wir wieder Betrag des Integrals von 0 bis 2 über 1,5 x hoch 3 minus 6x dx. So, das können wir mal ausrechnen. Das heißt, wir bilden die Stammfunktion. Dann wäre das ja 1,5, dann x hoch 4, Exponente um 1 erhöht, durch 4, minus 6 x Quadrat halbe und das Ganze in den Grenzen von 0 bis 2. Ja? Gut. Das wäre dann, wenn wir jetzt für x 2 einsetzen, ich lasse das mal so, dann haben wir 1,5 mal 2 hoch 4 durch 4 minus 6 mal 2 hoch 2 durch 2. Das war die obere Grenze und jetzt heißt es ja, obere Grenze minus der unteren. Jetzt kann ich das noch hinschreiben, das Ganze mal 0 nehmen. Ja, rechnen wir das mal noch etwas aus. Dann haben wir 1,5, 2 hoch 4 ist 16, durch 4 ist 4, also mal 4. Minus, das ist 4, durch 2 ist 2, also minus 12. Und wenn wir das ausrechnen, dann 24 wir, minus 12 ist 12. Ja, dann wären wir hier, das sind 6. Aber ich muss hier natürlich auch immer den Betrag nehmen. Ja, so, denn das wäre ja minus 6, aber Betrag von minus 6 sind 6 Flächeneinheiten. Sechs Flächeneinheiten. Das war dieses Integral.
Es würde jetzt natürlich noch weitergehen, das wollen wir jetzt aber hier nicht uns anschauen, sondern das rechnen wir jeder für sich noch aus. Und dann geht es demnächst weiter. Ja. Okay, irgendwelche Fragen? Laura, Latifa? Das war Elias an der Kamera. Elias, bis hierher.